Guten Morgen. 7.35 Uhr losgekommen. Ganz gut. Bin hier gerade im Schlosspark von Schloss Hallenberg oder so. Da musste ich einmal abbiegen. Da vorne schon wieder. Ja, der Campingplatz, der liegt halt da am Schloss. Ja, es ist ziemlich bewölkt. Laut Wetterbericht habe ich auch mit Regen zu rechnen. Lassen wir uns mal überraschen. Circa 88 Kilometer habe ich heute vor mir. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ort heißt. Ich glaube Melsungen, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann kurz vor der Edermündung. Ah, jetzt geht es hier bergauf, aber das schaffe ich noch. Na gut, also Schlitz ist wirklich ein schönes Fachwerkörtchen. Der Abstecher lohnt sich. Und wenn man hier auf den Campingplatz will, dann eh, weil der war ganz okay. Wie gesagt, 9,50 Euro. War alles in Ordnung. Da kann man nicht meckern. So, ich würde sagen, wir sehen uns unterwegs. So, hier an der Brücke habe ich gestern den Fulda Radweg verlassen. Und jetzt geht's hier wieder weiter. An der Fulda entlang. Das scheint ein alter Bahnhof zu sein, Hutzdorf. Also bei Hutzdorf geht es dann ab nach Schlitz. Ah, ganz schön dunkel heute. Bin mal gespannt, wann ich den Hintern nass kriege. Ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit heute. Aber ich habe ja Regenzeug dabei. Ja, und da im Hintergrund fließt auch wieder die Fulda. Bin ich also auch wieder direkt an ihr unterwegs. Schicker Radweg hier. Bin mal gespannt, ob er so bleibt. Aber bis jetzt muss ich sagen, größtenteils ist er wirklich super ausgebaut. Also die wenigen Stellen, die bis jetzt nicht geteert waren, die waren auf jeden Fall auch gut zu fahren. Ja, so stelle ich mir einen Flussradweg vor. Schöner, ruhiger, asphaltierter Weg. Direkt am Fluss. Immer wieder schöne An- und Ausblicke. Ja, okay, hier ist gerade alles zugewachsen. Ich habe gerade richtig Spaß. 18 Kilometer vor Bad Hersfeld. Da im Hintergrund sieht man die ICE-Trasse nach Fulda. Denke ich mal zumindest, dass sie ist. Über die bin ich gestern angereist. Ein Funke Hoffnung keimt auf.
in meiner Richtung wird es heller. Ja, auch wenn man weiß, dass die Natur den Regen braucht, freut man sich natürlich, wenn man trocken durch den Tag radeln kann. Die ersten Ausläufer von Fulda scheinen jetzt erreicht. Hier kommt so ein parkähnliches Gelände mit Strandbar. Aber die ist noch zu. Wir haben es gerade mal 9 Uhr. Ja, Bad Hersfeld habe ich jetzt hinter mich gebracht. Habe ich mir aber auch nicht angeschaut. Und das nächste größere Ziel sollte dann Rothenburg an der Fulda sein. Ups, nur 2 Stunden unterwegs. Jetzt gibt es erstmal einen Erdnussriegel und was zu trinken. So, wieder unterwegs. Und der nächste geplante Halt, Fulda. Nee, stimmt gar nicht. Rothenburg an der Fulda. Meine Güte. Ja, gerade musste ich mal ein bisschen klettern. Aber dafür wird man dann auch mit ein bisschen Aussicht belohnt. Jetzt habe ich mich gerade schon gewundert, zweimal der R1, zweimal der Fulda Radweg, Rothenburg in beide Richtungen 11 Kilometer. Aber dann habe ich gesehen, okay, bei dem rechten Schild steht klein unten drunter bei Hochwasser. Im ersten Moment ein bisschen verwirrend, aber schon okay. Rothenburg an der Fulda ist erreicht. Eigentlich hatte ich geplant, hier Mittag zu essen, aber wir haben gerade mal 10:30, ein bisschen früh. Also ich komme hier heute richtig gut vorwärts. 56 Kilometer, also schon weit über die Hälfte. Kloster Heidau habe ich jetzt hier für eine etwas ausgedehntere Mittagspause genutzt und jetzt geht's weiter. Ja, da unten, wo die ganzen Leute stehen, da ist die Drahtseilfähre, also eine Gondel, die am Drahtseil hängt und dann rüber gekurbelt werden muss. Nur da sind so viele Leute vor mir, da habe ich jetzt keine Lust drauf zu warten. Muss ich halt ein kleines Stückchen Straße fahren. Aber da ist auch nichts los. So, Melsung wäre jetzt auch erreicht. Eigentlich hätte ich jetzt auch schon meinen Campingplatz erreicht. Aber noch zu früh. Ich fahre noch mal mindestens einen Platz weiter. Wir haben es jetzt gerade erst mal kurz nach 12. Deswegen ein Stückchen kann ich noch fahren. Wisst ihr, was cool ist? Fürs Weiterfahren werde ich mit Sonnenschein belohnt. Jo, das Zelt steht schon. Kaffee gekocht habe ich auch schon. Und zur Begrüßung gab es ja erstmal ein alkoholfreies Weizen vorne in der Kneipe. Okay, ich war in der Mittagspause da und da ist die Anmeldung zu und
dann habe ich da vorne halt eben was getrunken. Aber der Wirt, der hatte auch, er ist auch der Platzwart, der hatte auch Anmeldeformulare da liegen. Und so konnte ich schon dann auch in der Mittagspause einchecken. Ist auch nicht verkehrt. Ja, ich war ja schon auf dem Platz, da hinten, hinter dem Gestrüpp, fließt die Fulda. Ich hätte mich auch direkt da hinstellen können, aber da ist alles mit Mücken verseucht. Hier hinten geht's. Aber ich habe mich gerade auch schon einmal eingesprüht, weil ich gerade nur so hier gesessen habe. Und ich habe keinen gegrüßt. Na gut, jetzt erstmal Kaffee trinken und dann gehe ich erstmal in Ruhe duschen. Ziemlich viele Schwäne gibt es hier am Fulda-Bogen. Aber auch ziemlich viele Mücken direkt am Wasser. Fulda-Schleife, nicht Fulda-Bogen. Aber egal. Ja, heute ist Sonntag und da ist natürlich nichts mit Einkaufen. Ich hätte zwar eine Trekking-Mahlzeit dabei, aber ich glaube, ich gehe gleich da vorne essen. Wie war das mit dem Topf voll Gold am Ende des Regenbogens? Aber an welchem der beiden Enden? Ist doch gemein. Irgendwas ist immer. Jo, Fazit des Tages. Ein Fulda-Radweg macht echt Spaß. Kann man gar nicht anders sagen. Aber okay, ich hatte auf dem ersten Stück ordentlich Rückenwind. Natürlich hier nicht meckern. Ich war um 14:45 nachmittags hier auf dem Campingplatz Fulda-Schleife. 102 Kilometer. Verfahren habe ich mich nicht großartig. Nee, ich glaube gar nicht. Die Schilderung ist echt gut. Die eine Stelle, okay, das war ganz lustig mit dem Hochwasser, aber einmal genau hingeguckt, dann ist es schon klar. Ja, und Untergrund durch die Bank eigentlich ganz gut zu fahren, kann man nicht großartig meckern. Ja, ich werde jetzt mal langsam ins Bett gehen, vielleicht noch ein, zwei Seiten lesen und dann denke ich mal bald einschlafen, trotz des Autobahnlärms. Bin ich ja gewohnt.